Hallöchen, Freunde. So, wir sind wieder da. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Und, hier war doch irgendwo so eine Lady, mit der ich sprechen wollte. Keine Ahnung, wo sie hin ist. Oh, wer ist der Typ denn da? Hey, du. Ich hab dich gehört, wie du mit Erich gesprochen hast. Er hat dir doch einen Energieregulator für die Kuppel gegeben, oder? Ich hätte da einen Deal anzubieten. Gib mir den Energieregulator und ich sorge dafür, dass du hier heil rauskommst, wenn alles zu scheiße wird. Was willst du mit dem Regulator? Ich werde ehrlich zu dir sein. Ich glaube nicht, dass die Herrschaft der Kleriker hier noch lange bestehen wird. Und wenn es knallt, dann will ich eine, sagen wir, Hintertür haben, um hier wieder rauszukommen. Ich will den Regulator modifizieren, sodass er mir diese Hintertür aufhält. Ich schraube ein bisschen an ihm herum, gebe ihn dir wieder, du bringst ihn an seinen Bestimmungsort und wir alle sind zufrieden. Na, was hältst du davon? Was habe ich davon, wenn ich ihn dir gebe? Ah, bist wohl auf deinen Vorteil aus, was? Diese Einstellung respektiere ich. Was hältst du von 100 Splittern? Ich werde dir den Regulator nicht geben. Mach ich lieber nicht. Wie du willst. Dann eben nicht. Aber komm nicht zu mir und frag nach Hilfe, wenn hier niemand mehr rausgelassen wird. Naja. Ja, ich weiß nicht, ob das so clever ist, wenn wir diese Kuppel hier manipulieren. Auch wenn es die Kleriker sind. Ich glaube schon, dass die Kuppel hier ziemlich stabil ist. Und wenn die jetzt hier dran rumfuschen, kann der Schuss auch nach hinten losgehen, glaube ich. Glaube ich. Cooper, Outlaw, wohnhaft Abessa, geflüchtet aus dem Kriegsgebiet Tavar. Bist du das? Ja, das bin ich. Wenn ihr Schweine mir schon wieder irgend... Stille. Aus deinem Mund wird kein Ton mehr zu hören sein. Ich... Du wirst die Stadt verlassen. Du hast schlimme Dinge hier erlebt. Du traust dich nicht mehr zurück. Du wirst in der Wildnis leben und dich von dem ernähren, was du dort findest. Dein Geist wird leer sein. Du wirst glücklich über dein neues Leben sein und nie wieder einem Menschen Leid antun. Ich raus muss raus. Fühle mich nicht wohl. Aha. Weitergehen, Zivilist. Okay. Ich meine ja nur. Wer bist du? Die schlafen ja, die kriegen ja nichts mit. Oh, noch mehr. Selbst schuld, wenn das hier so rumliegt. Ja, okay, genug geklaut für heute. So. Stimmt, wir hatten diese eine Mission und wollten gucken. Wegen einem vernünftigen Techniker, ich erinnere mich. Hey, wo bist du denn hin? Hallo? Was ist denn jetzt los? Oh Gott, ich dachte, ich hänge fest. Ich erinnere mich, wir wollten nach Technikern gucken. Für mich kam... Was ist denn los? Ja, ja, chill. Für mich kam der Separatist... Benimm dich hier besser. Halt ein Bubble. Für mich kam der Separatist in, mein Wegen Gott. Wegen der Kandidaten für dein Jobangebot. In Frage, so. Meine Güte. Nyra will im Voraus bezahlt werden, wenn sie für euch arbeiten soll. Dann lass sie links liegen. Ich bin mir eh nicht sicher, ob es eine gute Idee wäre, einen Alp einzustellen. Du solltest dem Outlaw Daryl den Job geben. Die haben beide keinen Plan, ne?
Du solltest dem Berserker Rorik den Job geben. Einem Berserker? Kann er denn was? Er ist loyal dem Kläger, aber hat es gegen Autorität. Er steht loyal den Klerikern gegenüber, aber er hat etwas gegen Autoritäten. Loyalität ist mir das Wichtigste. Er wird unter mir arbeiten und ich stehe nicht darauf, den Boss raushängen zu lassen. Ja, ich glaube, er ist eine gute Wahl. Danke, dass du mir bei der Auswahl geholfen hast. Hier, wie versprochen, deine Bezahlung. Ich werde mich gleich um meinen neuen Rekruten kümmern. Wir sehen uns. Du hast an der Seite mal besser Konflikt zu. Spiele ich jetzt hier jede Quest? Oh mein Gott, das wird ja der Horror. Steht hier irgendwo was wegen Abessa-Konflikt oder sowas? Rangkrieger. Steht hier gar nicht irgendwo, ne? Oh mein Gott, ey, das wird der Horror. Ob ich hier richtige Entscheidungen treffe? Abessa. Mord wieder hergestellt wird. Er gab mir die Koordinaten, mit denen wir die Antenne neu ausrichten. Okay, schauen wir mal, was wir hier haben. Okay, dafür muss ich da hinten hin, okay. Habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Sicherheitsmaßnahme. Erich will ein Techniker, Lutz. Diese Kuppel, wo haben wir das denn? Okay. Lutz. Erich. Machen wir das mal. Weil ich der Erich bin. Das weiß doch ja, jeder. Aber warum arbeiten wir? Hey! Danke, dass du mir den Job bei den Klerikern besorgt hast. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so gut gefallen würde. Es ist wirklich hochinteressant, Maschinen zu reparieren. Nicht wie ein Goliath, wo ich sie immer nur auseinandernehmen musste. Ich muss jetzt weitermachen. Wir sehen uns. Na, guck. Netter Kerl. Wo kommt man denn hier hin? Hä? Was hast du vor? Ich wollte dir eigentlich den klaren Elixitbeutel klauen, aber... Die Kuppel ist ein Geschenk Kalans. Vergiss das niemals. Okay. Die Kuppel ist ein... Ich höre doch etwas. Elektroschrott? Habe ich da schon das Teil? Ich check's gerade nicht. Ja, dann gehen wir mal nach Lutz. Auf nach Lutz. Kann ich verkaufen. Gib Money. Na komm, jetzt hängt er da fest. Komm schon. Warum springt er wieder runter? Das war nicht geplant. Toll. Nein! Oh, leck mich am Arsch. Dann nehme ich halt die Treppe. Oder auch nicht. Was ist denn heute los? Alter Vater. Erich schickt mich. Kalan sei Dank. Hast du den Energieregulator? Ja, hier hast du ihn. Sieht gut aus. Danke, dass du mir das Ding gebracht hast. Ich werde ihn sofort einbauen, danke. Am besten gehst du zurück zu Erich. Du kannst ihm sagen, dass ich ihn gerade einbaue. Ah, besser Konflikt. Ich bin gespannt, ey, was das alles gibt hier. Eigentlich bin ich ja nicht so der Fan von den Klerikern. Die sind mir alle so ein bisschen...
ein bisschen tricky. Tricky, tricky, tricky. Muss ich jetzt zurück oder was? Ich habe nicht zugehört, wenn ich ehrlich bin. Warum weckst du mich? Ich höre doch. Lutz hat den Energieregulator bekommen. Ich habe nichts anderes erwartet. Kalan dankt dir. Hier hast du eine Kleinigkeit für deine Mühen. Sehr schön. Kuppel ist gesichert. Wer ist da? Deine Mutter. Welches Level sind wir denn? 16. Abessa. Oh mein Gott, wie viele. Raketenbohnen? Von wegenen Gestalten hat sich auch mein Laden bereit gemacht, wenn wir nachvollziehen will. Achso, das Ding war das. Im Auftrag der Krallen. Stimmt, das war das. Bleiberecht. Er will, dass alles daran gesetzt wird, dass auch der Rest von ihnen sind eine schleichende Gefahr und müssen vertrieben werden. Dass ich York zum Schweigen bringe, wie ich das anstelle, ist egal. Hauptsache, es ist sichergestellt, dass er niemanden erzählt. Ist Unrecht beleidigt. Ne? Wird die eine oder andere Fraktion einen besseren Stand in der Kuppelstadt haben? Also ich würde sagen, da wir Berserker sind, schließen wir uns auch den Berserkern an. Ist ja logisch. Also die Outlaws finde ich an sich auch ziemlich cool, aber das sind mir irgendwie gefühlt so... Wie soll das alles bloß enden? Ganz genau. Mach mal Licht an, bitte. Brabak. Ich schlaf erstmal, um Leben aufzutanken und Co. Und Mana. Und wir wieder fit sind. Die meisten gehen mir auf die Nerven. Ja, mir auch. Erstmal was trinken. Also ich würde gerne den Outlaw, den Berserkern helfen. Lass uns handeln. Alles? Musste ich den jetzt verprügeln oder wie war das? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Oh, wie war das denn? Ich verprügel den jetzt einfach mal. Waffe weg! Was ist jetzt? Ich meine, ich habe ja gespeichert. Das kann doch so nicht weitergehen, oder? Ab sofort lässt du die Finger von den Outlaws. Und wenn nicht? Dann suchst du dir besser einen Leibwächter, der mehr drauf hat als du. Den Ärger spare ich mir. Du kriegst deinen Willen. Kluge Entscheidung. Hey! Du wirst hier als Verbrecher gesucht. Melde dich um. Die meisten gehen mir auf die Nerven. Hau ab! Okay. Hier wird man dauernd angebaggert. Denkst du? Keine Ahnung. Ich lade einfach nochmal. Ich dachte, ich muss den einen Outlaw ein bisschen verkloppen. Aber dem war anscheinend nicht so. Ähm.
machen wir das mal. Machen wir die Mission mal. Dumm, die dumm, die dumm. Ich beobachte dich. York. Warte mal, wann war das denn jetzt hier? Dass ich York zum Schweigen bringe. Wie ich das anstelle, ist ihm egal. Hauptsache, es ist sichergestellt, dass niemand erzählt. Ja, was gibt es? Caleb schickt mich. Was will er denn jetzt schon wieder? Ich habe doch schon ausgesagt, wie er es wollte. Die ganze Sache mit Caleb und Fang nervt mich. Hätte ich doch bloß nichts gesagt. Wegen der Sache mit den Separatisten. Hast du eine Idee, was ich tun sollte? Du solltest schweigen. Tue ich bis jetzt ja sowieso schon. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich bin mir nicht wirklich sicher, wobei ich Fang da wirklich gesehen habe. Was ist, wenn er wirklich nur mit einem Freund geredet hat? Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Alb aus Xarkor so nah an der Kuppel war, ist doch sehr gering. Ich glaube nicht wirklich, dass es ein Alb war. Denk an Caleb, denk dran. Wenn du etwas sagst, werde ich dich töten. Denk an Caleb. Denk dran, was er mit dir tut, wenn du redest. Caleb kann mich mal. Wegen ihm bin ich jetzt ein Verbannter aus Goliath. Ich bin ihm immer nur hinterhergelaufen. Und jetzt sieh, was es mir gebracht hat. Nein, ich werde zu den Klerikern gehen und das richtigstellen. Das solltest du nicht tun. Mir egal, was ich sollte. Ich habe mich lange genug von Caleb herumschubsen lassen. Scheiße! Es wird Zeit, dass ich das tue, was ich für richtig halte. Und du wirst mich nicht umstimmen können. Es ist beschlossen. Ich gehe zu den Klerikern und stelle die Sache richtig. Ich möchte nicht, dass irgendjemand wegen mir aus der Stadt geschmissen wird. Okay. Erzähl mir deine Version der Geschichte. Eins vornweg. Ich habe es satt, zwischen den Stühlen zu stehen. Ich habe Caleb im Vertrauen erzählt, dass ich Fang zusammen mit einem Alb außerhalb der Stadt gesehen habe. Es könnte auch ein Separatist gewesen sein. Sicher bin ich nicht. Mehr habe ich nicht gesehen, aber Caleb hat beschlossen, die Geschichte an die Kleriker weiterzugeben. Er hat mich gezwungen, auszusagen, dass der Alb, mit dem sich Fang getroffen hatte, ein Alb aus Xarkor war. Das wäre ja auch möglich, oder etwa nicht? Oh Gott. Ja gut, lassen wir das einfach mal so stehen. Scheiße. Oh, das wird richtig spannend hier. Machen wir mal Kommunikation. Machen wir das mal. Müssen wir mal wieder raus hier. Oder ich würde schon gerne hier Berufsschläger. Das lässt mir keine Ruhe, die Mission hier. Das lässt mir irgendwie keine Ruhe. Denkst du? Ab sofort lässt du die Finger von den Outlaws. Und wenn nicht? Dann suchst du dir besser einen Leibwächter, der mehr drauf hat als du. Den Ärger spare ich mir. Du kriegst deinen Willen. Kluge Entscheidung. Hau ab! Okay, und jetzt? Hier wird man dauernd angebaggert. Was habe ich getan? Wegen Brabak. Er wird dich in Ruhe lassen. Ich hoffe, du hast ihm nicht nur ins Gewissen geredet. Etwas deutlicher musste ich schon werden. Das wollte ich hören. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Hier, das ist für dich. Wer sich für mich einsetzt, den kann Scheiße. Ich nicht mit leeren Taschen ziehen lassen. Okay, so... so wollte ich das auch nicht machen. Fuck. Ich bin mal gespannt, was das hier am Ende wird.
Kaleb. Na klar doch. Jetzt sage ich Kaleb erstmal Bescheid, dass der Krieg muss einfach ein Ende finden. York den Klerikern Bescheid sagt? Oh, dann flippt er aus. Dann fliegen die Berserker hier raus, wa? Du bist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass York ausgesagt hat. Wenn wir hier alle untergehen, ist es deine Schuld. Und jetzt verpiss dich. Okay. Erstmal Pause machen. Ob er das ernst gemeint hat? Wieso werdet ihr in der Stadt geduldet? Das ist genau das, was wir werden. Geduldet. Ich traue euch nicht. Damit bist du hier nicht alleine. Diese Stadt ist ein Bollwerk gegen den Krieg und jeder sieht etwas anderes in ihr. Die Outlaws sind der Meinung, sie werden unterdrückt und bekommen nicht genug Macht. Die Kleriker behaupten, sie wären neutral, auch wenn sie es offensichtlich nicht sind. Die Berserker hier sind feige und verstecken sich vor ihrem eigenen Gesetz. Wir sind die Einzigen, die ernsthaft versuchen, Frieden zu finden. Wir sehen, was die Alps anrichten und wir sehen, wohin das führen kann. Wir und die Menschen teilen die gleichen Ziele. Das ist der Grund, warum wir geduldet werden. Ihr dürft in der Stadt bleiben. Du hast es also geschafft, dass York seine Lüge bei den Klerikern zugibt. Das ist gut und gerecht. Das System der Kleriker scheint zu funktionieren. Dafür, dass du mir ein wenig Vertrauen in die Menschheit zurückgegeben hast, will ich dir etwas geben. Ich hoffe, das ist angemessen. Das ist die Hälfte meiner Wochenration. Oh Gott, ob das so eine kluge Entscheidung ist, war, wie auch immer. Oh Mann, ich habe irgendwie gerade ein schlechtes Gewissen. Oh Gott. Wenn nur die Alps nicht wären. So, dann machen wir das jetzt als nächstes, würde ich sagen. Ich habe das schon mal gehört. Ja, ja. Ich bin gespannt, was aus dem... Die Sache stinkt doch. Laden eine hier Schande wird. Ist das. Oh, also hat der Separatist nicht ganz Unrecht, oder wie sagt man das? Irgendwie sind die Berserker hier wirklich feige und verprügeln die Outlaws. Die Outlaws wollen mehr Macht und wollen ihr eigenes Ding durchziehen. Und die Kleriker glauben, ihnen gehört die City hier. Habt ihr nicht ganz so Unrecht? Gaia. Wo warst du so lange? Ich bin ja jetzt hier. Ach, na schön. Dann sag mir mal, was du jetzt vorhast und wo du dein Lager aufgeschlagen hast. Okay, ich versuch's kurz zu machen. Oh Mann, da hast du dir ja was vorgenommen. Keine Ahnung, ob ich dir dabei helfen kann, aber ich werd's versuchen. Da bin ich mir sicher. Du wirst allerdings ein Jetpack benutzen müssen, wenn wir uns unterwegs nicht verlieren wollen. Natürlich. Ich bin mir schon bewusst, worauf ich mich hier eingelassen habe. So, und jetzt reden wir mal über mein kleines Problem. Eine Sache würde mich interessieren. Ja? Warum hast du dich ausgerechnet uns Berserkern angeschlossen? Es schien für mich der beste Weg zu sein, meine Kampfkraft zu stärken. Das ist doch nicht alles. Natürlich nicht, aber irgendeine Wahl musste ich treffen. Und jetzt werde ich meine Trümpfe ausspielen, die mich zum Eispalast führen werden. Ja, und ich hoffe zum Besten für uns alle. Du sagtest, du willst die Natur des Elex studieren. Wie soll das laufen? Du sagtest, du willst die Natur des Elex studieren. Wie soll das laufen? Ich kann die Präsenz des Elex spüren. Vor allem dort, wo es in großer Menge vorkommt. In der Nähe der Konverter. Richtig. Doch ist das meiste Elex dort schon raffiniert. Ich brauche Elex-Vorkommen, die noch nicht von den Alps erschlossen worden sind. Nur so komme ich an die natürliche Form des Elex. Sie ist noch unverfälscht und ich kann das Elex besser studieren. Natürliches Elex? Eine ziemlich eigenwillige Bezeichnung. Im Grunde hast du recht, es ist auch reines Elex. Doch das raffinierte Zeug, das die Alps aus den Konvertern gewinnen, hat eine ganz spezielle Signatur. Es ist absolut gleichgeschaltet und gehorcht nur noch den Gesetzen der Ordnung. Die umgekehrte Form, die wir Berserker aus dem Mana-Schrein gewinnen, ist ebenfalls extrem polarisiert. Auch ihre Signatur ist sehr klar. Ich habe mein ganzes Leben mit Mana um mich herum verbracht.
und kenne es sehr gut. Ich brauche aber die unangetastete Urform des Elex, so wie sie nur noch an wenigen Stellen frei in der Natur zu finden ist. Wie willst du diese größeren natürlichen Elex-Vorkommen finden? Als der Meteoreinschlag das Elex vor vielen Jahren auf Margalan verteilte, suchte es sich seinen Weg bis in die kleinsten Felsvorsprünge. Dabei hinterließ es ganz typische Spuren der Eruption. Ich habe schon viele dieser Spuren gefunden, doch meistens führten sie mich in die Nähe eines Konverters. Bis auf eine. Ich wette, wenn ich dieser Spur folge, finde ich am Ende eines dieser natürlichen Vorkommen. Wenn das so einfach ist, warum hat es denn nicht schon jemand anderes gefunden? Weil niemand das Elex spüren kann, so wie ich es tue. Darum. Zumindest glaubst du das. Komm doch mit, dann zeige ich dir, was ich meine. Wo ist diese Spur, von der du sprichst? Im Norden der Stadt von Abessa. Wenn du willst, kann ich sie dir zeigen. Großartig. Ich brauche... Okay. Okay, zeig mir deine Elex-Spur. Wie ich schon sagte, es ist nicht weit weg von der Stadt. Folge mir. Okidoki. Jede Minute fließt eine Unmenge an natürlichem Elex ins Meer. Es wird ausgewaschen aus dem Fels und der Erde. Es gibt Methoden, um es dennoch nicht zu verlieren. Ja, die Alps und ihre Maschinen. Etwas Unnatürlicheres kann ich mir kaum vorstellen. Wie auch immer, um der Elex-Spur zu folgen, müssen wir darüber und den Mutantenbiestern folgen. Wir wissen, wo wir hin müssen, also werde ich dir dieses Mal folgen. Das Elex zieht unter Umständen eine ganze Menge Mutanten an, also sei vorsichtig. Oh Gott, wo habe ich mich denn darauf eingelassen? Ich hoffe nicht, diese komischen Viecher da, die zu stark für uns sind. Dann mal los, wa? Dann mal los. Wir sind zu schwach. Ich sehe es jetzt schon. Wir sind deutlich zu schwach. Ich probiere es mal. Aber machbar. Das war jetzt nur tricky, weil ich nicht aufs Dingens geguckt habe. Achtung! Ich häng fest. Fuck. Ah, fuck. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Ich muss die einzeln versuchen zu kriegen. Achtung! Ah, die kriegen wir. Nice, geschafft. Neue Stufe. Geil. Wo war der tote Häscher hier? Da. Oh, nice, wir haben es geschafft. So.
Uhuhu. Geil. Perfektes Timing, würde ich sagen. Geschafft, und dann würde ich auch direkt die Folge hier beenden. Und hoffen, dass wir in der nächsten Folge Fortschritt hier mit unserer Kaya machen. Kaya? Keine Ahnung. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, bis morgen. Tschö mit Ö.